schnell dahin. Es rafft wieder hin. Wie sieht denn der Fall aus? 172 für Corki, Morde ist ganz schön vorne. Für die Ashy. Ja, Morde ist mit, aber nur ein Creep hinter Corki. Morde ist aber so eine Farming-Maschine. Morde war sich... Oh, schön! Oh, oh, schade! Der Arrow wäre böse gewesen. Böser Arrow. Böser Schmetterling. Okay. So, was machen sie da? Sie clearen erstmal die Wards. Zone. Warden Baron. Mittlerweile aber Ryu definitiv in der besseren Ausgangsposition. Ah. Das ist natürlich... Ich wollte gerade sagen, ich will auf jeden Fall auch ein drittes Spiel sehen. Also, go, go, go. Das könnte jetzt ein schöner Catch werden. Na, sie will nicht ultien. Hat die Range nicht? Ja, oh, schön Ulti auf beide. Mordekaiser sollte den Geist kriegen. Oh, ja, definitiv Schaden, tot. Dieser Schaden. Der Schaden ist unglaublich. Alle anderen kommen raus. Der Lee Sin Geist chillt im Turret. What else? I'm a ghost. Ich kann nicht sterben. Oh, ach, ach, ach. Sie werden jetzt halt, Lee Sin ist raus. Sie werden jetzt einfach ganz straight für den Baron gehen. Ja, straight. Übersehen da. Da kann selbst halt Kevin nichts dran ändern. Nee, Kevin wird da nichts mehr machen können. Den lassen sie auch. Obwohl, der ist allein zu Hause. Vielleicht kann er noch was reißen. Free Baron für Kevin, wollte ich sagen. Für Ryo. Oh no, der Lee Sin, Geist droppt. Der Lee Sin Geist droppt, oh no. Nein, er wurde nochmal geheilt. Aber das hat nichts mehr gemacht. Ja, Ashy also, token bis Mordekaiser hält sich draußen und jetzt sollten sie sich nicht catchen lassen. Oh, der Schaden, der Crit von Corki. Alter Schwede, Corki vernascht den Cannon ja. Und Mordekaiser flasht, kriegt er die Ash noch? Ei. Aber Corki hat kein W mehr. Ah, der Schaden auf dem Cannon. Oh, Riven kommt nochmal ran. Oh, gerade so raus. Alter Schwede, war das schon Schaden. Sorry. Was die Ashy maximal gehockt hat. Also das, gerade am Anfang hat sie maximal erstmal... Schild, ja. Da musste sie das Schild wegpoken vom Mordekaiser, bis sie überhaupt dann ein wenig Schaden machen konnte. Die Ashy ist jetzt definitiv nicht mehr so gut unterwegs wie im Spiel davor. Ja. Es fehlt halt einfach die Anivia gerade, die gefeedet ist. Ja, und vor allen Dingen auch, jetzt hatte sie eine andere Farmsituation bottom. Richtig, richtig. Hatte nicht mehr so den einfachen Farm. Ich glaube, im dritten Spiel kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie wieder eine ganz normale Botlane spielen werden. Ja, es läuft besser, ne? Ja, definitiv. Oh, der Corki-Schaden auf dem Cannon, das hat mich ja schon überrascht. Halt diese Raketen, also. Ne? Hä? Halt diese Raketen, die einfach nur extrem krass reinhauen. Ja, vor allem mit dem Sheen Proc halt hinterher gleich. Aber ja, er hat auch nochmal gecrittet sogar. Ash hat jetzt den Infi-Edge. Das Infi-Edge? Das Infi-Edge. Ja, hat sie schon länger. Ja, mit dem Heal und dem Dorans. Aber, warte, wie viel Prozent ist jetzt? Jetzt haben sie ja genervt. 10%? Okay. Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Genau, 10. Und Corki hat fast das Infi-Edge dazu noch, zu der Triforce, also. Böse, böse. 20 Farm vorne und vor allen Dingen 7-0. 7-0. Die höchste Elo-Art von Ryo, das ist der Razorblader mit einer Elo von 2335, 2200. Also, was in der Dreh, genau. Ich glaube 2300 noch was war die Elo ja, irgendwas von Razorblader. Irgendwas über 3000. 2300, so. Over 9000! Über 3000 Elo, MP. Vegeta, what is this Elo? Elo hat dieser Blade. Over 9. Und ist auch EU West unter den Top 40 mal 30 oder 40 hin. Mir sowas. Oh, der muss ja aufpassen, da wird er gecatcht, ja. Also das sollte. Kommt er da? Kriegt er da auf Flash? Nee, zu viel Stun, zu viel Stun. Aber. Udyr never dying. So, jetzt geht's für den Top Tower. Es sind ja nur gerade 5 Leute gewesen, die auf ihn draufgehauen haben. Aber warum sollte man sterben? Ja. Weil man Udyr. Wir verlieren aber dadurch den Top Tower wahrscheinlich auch noch in. Baron Buff. Also, wenn Mordekaiser schnell einen Geist kriegt, gewinnen sie locker auch 4 gegen 5. Vor allen Dingen Ash in front. Richtig. Naja, aber sie. Oh, knapper Arrow. Aber jetzt müssen sie aufpassen. Arrow ist raus. Und Sonas dann noch nicht. Die Ulti war ein bisschen. Das war aber ein verkackter Sonastun. Das war ja verkackt. Die Pfütze kam ja schon ein ganz Stück vorher. Vielleicht Delay, man weiß es nicht. Jetzt ist die Riven dran. Und Rivens Schaden ist natürlich auch heftig, aber es hilft keiner. Aber es reicht, es reicht. Oh, der Schild von Riven saves sie nochmal. Mordekaiser kriegt die Ulti. Das sollte ein Geist sein und das sollte auch der Teamfight gewesen sein. Da nicht mehr Ulti tickt runter, aber da können sie nichts machen. Das wird auch der Tower gewesen sein. Das wird nicht nur der Tower gewesen sein, das wird wahrscheinlich auch der nächste Tower noch gewesen sein. Wenn sie es wollen. Na, sollten sie aber. Ja. Aber da können sie gar nichts machen. Ash, wenn Ash ein bisschen unvorsichtig ist, ist sie tot. Oh, das war's mit dem armen Lee Sin Geist. Oh, er war doch noch so jung. Gerade mal 2000 Jahre alt. Oh, die Sona. Die ist da auch. Ah, die wird sich aber nicht catchen lassen. Oder nee, die können sie nicht catchen, sagen wir so. Corki läuft ein bisschen komisch. Wo will er hin? Wo willst du hin?
Kleines machen. Aber er versucht zu baiten? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass Give It All sich darauf einlassen wird. Nee, das ist doch ein bisschen risky. Vor allen Dingen Mordekaiser. Der Andrew wäre jetzt doch schon ganz gut. Auch weg. Naja. Oder auch nicht? Jenna Smite, hä? Oh, da steht die ganze Rakete nochmal. Ja, wer hätte damit Blue Buff gestealt? Das wäre natürlich auch so legendary. Ich glaube, das war einer meiner schönsten Momente. Ich habe mit Corki einmal Baron gestealt. Das war so. Ernsthaft? Ja. Ich habe es mit Ashe einmal geschafft, Blue Buff zu stealen. Ja. Dabei habe ich Ashe irgendwie insgesamt 4-mal gespielt. Ja. Und den einfach mal wollte ich Richtung Tower schießen, irgendwie von der Top-Lane war ich da gerade. Ja. Der ist dann durch den Blue-Gegnerischen geflogen und hat mir dann den Blue-Buff gesteht. Ich dachte nur, trollig! Nee, also, das war echt so, da war ich für den ganzen Tag glücklich. Da war ich für den ganzen Tag bedient. Yay, Baron gesteht mit der Corki-Rakete. Booyah! Ich hab's schon gelegentlich geschafft, den Baron zu stealen mit dem Blitzcrank. Ja, das ist auch geil. Das ist auch so geil. Komm her, Baron, du gehörst mir. Grab! Ich weiß gar nicht mehr, ob der Grab funktioniert. Es hat noch funktioniert, den Baron zu grappen. Und zwar genau, wenn er gespawnt ist. Ich weiß gar nicht, ob sie das mittlerweile schon gefixt haben. Ich glaube, du kannst ihn nicht mehr bewegen. Aber ich weiß es nicht. Also. Es hat ja angefangen mit Poppy, unter anderem. Dass Poppy den Baron und den Dragon komplett durch die Karte schieben konnte. Dann ging es halt weiter mit Blitzcrank, dass er den Dragon ja auch rüberziehen konnte. In den eigenen Jungle oder in den gegnerischen Jungle, whatever. Und dann haben sie ja eingestellt eigentlich, dass die ganzen Jungle Minions wollen und so sie weiter mit Tower nehmen werden können. Ja. Ja, Mordekaiser mit Double Buff in der Hood. Den Mittag poken sie jetzt schon zur Hälfte runter. Ganz viele Pings, alle Ping. Hey, guck mal, das Party. Man sieht, Riven ist auch nach dem Nerf noch nicht ganz schwach. So. Nicht zwangweise. Sie stehen aber auch im Dauerheal von der Sona, ne? Ja, das wobei, ich glaube, das neue Hex-Drinker-Item ist echt godlike gegen Double AP. Vor allen Dingen für so Charles Riven, die auch dann reingehen, gerne mal den Damage fangen mit Schilden und alles. Ja. Aber man sieht, jetzt sieht man schön Ashes Poke. Also, die mit dem Forstfall, dem ersten Schuss, dann kriegst du danach noch 2-3 Schüsse mit dem Infi-Edge, das ist schon ziemlich viel Schaden. Sie sind aber Ryu ist auch im Moment verdammt tanky, also ich glaube, das interessiert sie gerade gar nicht so. Nee, klar. Also Udyr tanky wie sonst was. Riven ist auch ziemlich tanky. Mordekaiser, na gut, er macht einfach sein Schild und ist dann auch. Udyr hat auch den perfekten. Den Tower sollten sie eigentlich auch noch wieder runterschießen können. Nee, diesmal kam. Wenn Lee Sin sich traut, da rein zu Das wäre sehr suicidal. Das wäre ein Instant-Geist für Morde. Ja. Ich glaube, der hat bis jetzt auch 3 Lee Sin-Geist gehabt und einen Kevin-Geist, oder? Genau, ein Kevin-Geist. Einer meinte schon richtig. Im Chat, hä? Wer ist denn Kennen? Wer ist denn Kennen? Wo ist Kennen? Ach, du hast Kevin gesucht. Sag das doch gleich. Also Kevin ist jetzt echt mein neuer Name für Kennen. Das passt für einfach wen? Super. Ja. Och nö, Kevin im Gegner eben auch. Ja, Baron spawnt jetzt? Oh, Baron spawnt, das wird. Tausch Dragon das gegen Baron ist kein angenehmer Tausch, den du machen willst. Aber richtig, sie kommt vielleicht sogar noch rechtzeitig? Nee, der Schaden sollte zu groß sein. Mit dem Smite noch ab, oder? Ah, Mordekaiser hält noch. Also mit Wirbel zu stehen, ah, schade. Aber ja, also den Tausch, den wollten sie echt nicht, sollten sie echt nicht gehen. Und Udyr kriegt, oh, Speedbuff! Udyr rastet aus. Den Vladimir kriegen sie definitiv. Schöne Damage. Und jetzt Ashe, oh, Ashe steht drin, aber schöne Ulti von Lee Sin. Jenna auch nochmal cleans. Mordekaiser hat den Vladimir-Geist. Ja, der Tower fällt auf jeden Fall. Und Kevin muss darauf, was er nicht gecatcht wird. Vladimir-Geist auch ein schöner Buff ist für Mordekaiser, weil, eigentlich, weil die prozentualen AP halt rübergehen auf ihn. Oh, der schöne Flash und Ashe. Oh, Ashe droppt halbes Leben mit einem Schlag. Na, der Base-Turret fällt. Ei, der Inhib wird auch kaputt gehen, definitiv. Ich möchte es jetzt nicht nochmal sagen, aber das könnte schon das GG sein gleich. Ja, letztes Mal haben sie danach GG, als du es gesagt hast, oder? Mhm. Ah, diesmal wollen sie dir diesen Erfolg nicht gönnen. Ich glaube, Give It All ist jetzt noch ein bisschen überrascht, sind vielleicht auch ein bisschen hochnäsig ins zweite Game gegangen, nach dem Motto, ach, wir haben sie gerade so vernichtet. Ah, wobei man sagen muss, ich glaube, das war auch vor allen Dingen auch ein sehr unglücklicher Start für Ryo. Also, letztes Mal mit Gangplank den Blue nicht. Karthus war schon halb tot auf Anivia gegen die Lane, das hat natürlich Anivia auch Aufwind gegeben.
Also es man hat es auch in dem Spiel gestern gesehen. Also, nee, um Gottes Willen, Sonntag. Ja, doch. Ja, Sonntag. Vorgestern. Genau. Go for LOL. dass da einfach im fünften Match, als der Start so beschissen war, Ryo, als sie auch First Blood abgegeben haben und so weiter, sich halt echt schwer fangen konnten wieder. Es ist ja auch schwer gegen ein Team, das gut durchspielt. Es ist schwierig, wenn man so einen Nachteil hat, da reinzukommen. Zum Gold ist jetzt 12. Ja, 4, aber ist egal. 14.000 Gold Unterschied. Für Ryo, 6 Turret zu 2. Kills 15-6. Corki hat 20 Farm mehr, aber vor allen Dingen hat er einfach auch schon das Infi-Edge, genau wie Ashe, hat noch einen Triforce, hat noch den Last Whisperer, hat das Lifesteal. Also, der Schaden, der von Corki kommt, dürfte schon ein ganzes Stück höher sein. Und naja, von Mordekaiser brauchen wir, glaube ich, gerade nicht reden. Der macht Ashe mal eben ein halbes Leben weg mit einem E. Mhm. Vor allen Dingen kommt dann noch ein Q dazu, dann noch ein E, Ignite und also das ist Ulti. Auch eine krasse Sache mit der Sona-Ulti. Sobald irgendwer in der Sona-Ulti ist, nietet Mordekaiser den unbekriegten Geist. Und wenn Mordekaiser einen Safe-Geist hat, ist es 6 gegen 4 und eigentlich schon der Teamfight gewonnen. Richtig. Also ich weiß nicht, ob das der Plan war, aber auf jeden Fall extrem geile Sache. Im Prinzip einfach Mordekaiser zum Ghost verhelfen, wenn es geht, sogar noch auf dem AD-Carry oder auf dem Carry. Ich weiß auch nicht, ich habe Mordekaiser sehr gerne gespielt, war der erste Champion, mit dem ich jemals Interkill gemacht habe. Ja, das ist Mordekaiser. Ja, den Tower, den tankt Uli einfach und jetzt engagen auf Lee Sin. Oh, der Drop, der Corki-Damage ist jetzt auch schon so pervers. Morde auf Jenna, ich weiß nicht so richtig. Ich glaub, das war ein bisschen aber die sind einfach so tanky, Corki stirbt fast noch an. Ashe lässt sich catchen von Riven, der Schaden einfach. Oh, das und Jenna kommt noch raus, nein, hat das war's. Ja, die chasen einfach weiter, okay, das ist GG. Vladimir stirbt. Ups, ich krieg gerade eine Antivirenmeldung, dass meine Antiviren doch bitte geupdatet werden sollen. GG, well played. Ja, da kommt's auch. Werde ich surrendern? Doch, surrendern. Na, aber wir gehen in die dritte Runde. Mein Applaus. Sehr schön gespielt. An der Stelle für beide Teams. Gutes Comeback von Ryo. Ja, erste Runde wurde Ryo sehr stark dominiert von Give It All. Mittlerweile sah es gerade ein bisschen andersrum aus. Ja, ich soll öfters gucken. Das wird sich ändern. Klapp, klapp. Wird sich ändern, wenn ich wieder jetzt in der neuen Wohnung bin, entweder meinen Fernseher angeschlossen habe oder mir noch einen zweiten Bildschirm anschließe in meinen alten. Dann wird sich das Ganze auch wieder ändern, dass ich ein bisschen mehr wieder die Sachen im Blick habe. Ich habe auch noch eine schöne Auslegung von dem Namen Reality Online oder Rio oder Ryo gelesen. Hier steht noch Ryho, also Ryo. R-Y-H-O. Ryho. Auch definitiv eine sehr schöne Version davon. Mich nervt ein bisschen das Starboard. Ich krieg's nicht ganz hin. Das war's. Schau. Das war's. Aus. Komisches Starboard, was man, das eigentlich für Star. Ah, doch. Für Starcraft? Das nutzt du für LOL? Ja. Das funktioniert gut? Ja, guck's dir an. Okay, mach. Auf dem Stream. Ich bin so episch. Das ist krass. Du bist so toll, Harry. Aha. So, nee, Quatsch. Keiner möchte sich meine Mathe-Sache angucken. Update, so. Ja, wunderbar. So. Jetzt gehen wir in die dritte Runde. Da oben. Stimmt, ja. Ja. Sieht gut aus. Ich habe einfach die StarCraft-Logos ausgeblendet. Und das kannst du halt direkt konfigurieren, finde ich ganz geil. Da werde ich mich nach dem Stream ransetzen und das machen. Gute Sache, Harry. Doch, doch. Gute Sache. Ja. Der Harry kann's halt. Der Harry hat's halt drauf. Ja. Direkt schon invited fürs nächste Game. War eine Sache auf jeden Fall jetzt. Ja. Sport definitiv, wer das Wind gewinnt. Alles oder nix. Ja, da. Lucky, lest dir bitte meine Info durch. Ich kann im Moment leider keine Buddy-Anfragen mehr annehmen, because auf meine Dingsliste platzt. Because auf meine Dingsliste platzt. Ja, meine Freundschaftsliste platzt. Meine Freundschaftsliste platzt einfach. Oh, ich sollte vielleicht nicht mitspielen. Ich glaube, das wollen die Jungs nicht. Ach, mach doch mal einfach. Ich will das Game jetzt nicht carryen, weißt du? Das wäre unfair, wenn ich jetzt für die Gegner carry. Stimmt. Deswegen halte ich mich mal zurück. Ich meine, wenn ich und Kevin zusammen spielen, dann ist einfach Dream Team. Ach,
das ist der Lucky von uns. Ja. Oder was? Ja. Um Gottes Willen.